Jesus und Nikodemus. Einer von den Pharisäern war Nikodemus, ein Mitglied des jüdischen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass Gott dich gesandt und dich als Lehrer bestätigt hat. Nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Wunder vollbringen, wie du sie tust. Jesus antwortete: Amen. Ich versichere dir, nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Wie kann ein Mensch geboren werden, der schon ein Greis ist? Fragte Nikodemus. Er kann doch nicht noch einmal in den Mutterschoß zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus sagte: Amen, ich versichere dir, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt von menschlicher Art. Von geistlicher Art kann nur sein, was vom Geist Gottes geboren wird. Wundere dich also nicht, dass ich zu dir sage, ihr müsst alle von oben her geboren werden. Der Wind weht, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist geboren wird. Wie ist so etwas möglich? Fragte Nikodemus. Jesus antwortete: Du bist ein anerkannter Lehrer Israels und weißt es nicht? Amen. Ich versichere dir, wir sprechen über Dinge, die wir kennen und bezeugen das, was wir gesehen haben. Aber keiner von euch ist bereit, auf unsere Aussagen zu hören. Wenn ich zu euch über die irdischen Dinge rede und ihr mir nicht glaubt, wie werdet ihr mir dann glauben, wenn ich über die himmlischen Dinge mit euch rede? Ohne Glauben an Jesus kein Leben. Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen als nur der eine, der vom Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Mose richtet der Wüste den Pfahl mit dem bronzenen Schlange auf. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die sich im Glauben ihm zuwenden, durch ihn ewiges Leben bekommen. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. So geschieht die Verurteilung. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, denn ihre Taten waren schlecht. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und bleibt im Dunkeln, damit seine schlechten Taten nicht offenbar werden. Aber wer die Wahrheit gehorcht, kommt zum Licht. Denn das Licht macht offenbar, dass er mit seinen Taten Gott gehorsam war. Jesus und der Täufer. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet Judäa. Dort verbrachte er einige Zeit mit ihnen und taufte. Auch Johannes taufte in Enon, nicht weit von Sanim, denn dort gab es reichlich Wasser. Immer noch kamen Leute zu ihm und er taufte sie. Denn er war zu jener Zeit noch nicht im Gefängnis. Einmal streiten sich einige Jünger von Johannes mit einem anderen Juden darüber, welche Taufe den höheren Rang habe. Sie kamen deshalb zu Johannes und sagten zu ihm: Rabbi, der Mann, der dich am anderen Jordanufer aufsuchte,
und auf den du als Zeuge hingewiesen hast, der taucht jetzt auf und alle gehen zu ihm. Johannes antwortete, kein Mensch kann sich etwas nehmen, auch nicht das Geringste, wenn Gott es ihm nicht gegeben hat. Ihr könnt selbst bestätigen, dass ich sagte, ich bin nicht der versprochene Retter, sondern ich bin nur von ihm hergesandt worden. Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams steht dabei, und wenn er den Bräutigam jubeln hört, ist er voller Freude, genauso geht es jetzt mir. An meiner Freude fehlt nichts mehr. Sein Einfluss muss wachsen, meiner muss abnehmen. Gottes Sohn bringt das Leben. Er, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde stammt, gehört zur Erde und rennt aus irdischer Sicht. Er aber, der vom Himmel kommt, bezeugt das, was er dort gesehen und gehört hat. Doch keiner hört auf ihn. Wer auf ihn hört, bestätigt damit, dass Gott die Wahrheit sagt. Der von Gott Gesandte spricht ja die Worte Gottes, denn Gott gibt ihm seinen Geist in grenzenloser Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer sich an dem Sohn hält, hat das ewige Leben. Wer nicht auf den Sohn hört, wird niemals das Leben finden. Er wird dem Zorngericht Gottes nicht entgehen.